Michael Schumacher, eine Legende im Formel-1-Rennsport, erreichte mit 307 Grand Prix-Rennen den Höhepunkt seiner Karriere. Er rang 91 Siege und hielt 7-mal den Weltmeisterschaftsrekord. Doch trotz seiner glorreichen Karriere musste Schumacher auch viele Tragödien und tiefe Schmerzen ertragen, Dinge, die man nicht leicht mitteilen kann. Obwohl er in der Rennsportbranche allen Ruhm erlangt hat, muss er derzeit in Einsamkeit und Depression leben, da sein Gesundheitszustand und seine Lebensumstände nicht mehr die gleichen sind wie zuvor. Schumachers Leben ist eine inspirierende Geschichte, beginnend mit seiner Kindheit, als sein Vater ihm ein Kettcar schenkte, das aus einem Motorradmotor weiterentwickelt wurde. Der kleine Michael, der sich für Geschwindigkeit und Rennwagen begeistert, interessierte sich bald für Go-Kart-Rennen und entwickelte sich nach und nach zu einem potenziellen Star in der Rennwelt. Mit der Unterstützung seiner Eltern machte er schnell Fortschritte und 1991 stieg Schumacher offiziell mit dem Jordan-Team in die Formel 1 ein, bevor er zum Benetton-Team wechselte. Hier stellte er sein Talent mit ersten Siegen unter Beweis und gewann 1994 und 1995 die Weltmeisterschaft. 1996 wechselte Schumacher zu Ferrari, dem Rennstall, bei dem er bis 2006 blieb. Es war seine Zeit bei Ferrari, die seinem Namen neue Höhen verschaffte, als er von 2000 bis 2004 ununterbrochen 5 Weltmeisterschaften gewann und ihn zu einem der größten Rennfahrer machte in der Geschichte. Mit jedem Sieg stellte er einen neuen Rekord auf und Schumachers Karriere schien keine Grenzen zu kennen. Doch obwohl er seine Position in der Rennsportbranche weiterhin behauptete, stellten das Alter und die immer härter werdende Konkurrenz Schumacher vor viele große Herausforderungen. Nach seiner Pensionierung kehrte Schumacher zu seiner Leidenschaft zurück und trat 2010 dem Mercedes-Team bei. Dies war jedoch auch die Zeit, in der er mehr mit Misserfolgen als mit Erfolgen zu kämpfen hatte. Obwohl er immer noch ein guter Fahrer war, konnte er nur einen Podiumsplatz erreichen und seine höchste Gesamtposition seit 3 Jahren war der 8. im Jahr 2011. Schumachers Karriere begann sich zu verlangsamen, und das ließ ihn viel über die Zukunft nachdenken. Schumachers größte Tragödie ereignete sich nicht auf der Rennstrecke, sondern nach seinem Rücktritt. Im Jahr 2013 hatte Schumacher einen schweren Skiunfall, bei dem er sich eine schwere Kopfverletzung zuzog. Dieser Unfall hatte große Auswirkungen auf seine Gesundheit und sein Leben. Nachdem er ein berühmter Sportler war, muss sich Schumacher nun mit einem sich verschlechternden Gesundheitszustand auseinandersetzen und kann nicht mehr normal funktionieren wie zuvor. Der Höhepunkt seiner Karriere ließ schnell nach und hinterließ eine große Leere und Erinnerungen an eine glorreiche Zeit. Schumachers Familie und seine Angehörigen, insbesondere seine Frau Corinna und sein Sohn Mick, der ebenfalls eine Rennkarriere verfolgt, machen sich jeden Tag Sorgen und kümmern sich um ihn. Sein Sohn, Mick Schumacher, teilte mit, dass er sich stets abwesend fühlte und nicht in der Lage war, wie andere Väter und Söhne mit seinem Vater zu sprechen und die Freuden und Schwierigkeiten seiner Rennkarriere zu teilen. Auch Mick spürt die Belastung, die seine Familie durch die Pflege von Schumacher erfährt, und versucht stets, positiv zu bleiben, in der Hoffnung, dass er seinen Vater eines Tages bei besserer Gesundheit wiedersehen wird. Auch Corinna, Schumachers Partnerin und starke Unterstützerin, hat sich mehrfach zu den Schwierigkeiten geäußert, mit denen die Familie konfrontiert ist. Sie sagte, dass sich ihre Liebe und Verbundenheit zu Schumacher trotz der Schwierigkeiten nie geändert habe. Sie tat immer ihr Bestes, um ihm zu einem möglichst friedlichen und angenehmen Leben zu verhelfen. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass die Ereignisse das Leben der Familie Schumacher völlig verändert haben,
von glücklichen gemeinsamen Tagen bis hin zu einer Reihe von Tagen angesichts der herzzerreißenden Realität. Obwohl Schumacher aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands nicht zu seinen früheren Aktivitäten zurückkehren kann, ist er immer noch eine Ikone und eine Legende in den Herzen der Fans. Was er auf der Formel-1-Strecke hinterlassen hat, bleibt für immer und inspiriert viele junge Generationen. Auch wenn er nicht an gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen kann, ist Schumacher immer noch ein Denkmal, ein Symbol für Beharrlichkeit, unermüdlichen Willen und Leidenschaft. Auch in diesen schwierigen Zeiten folgen und unterstützen ihn immer noch Fans aus aller Welt. Schumachers Fangemeinde sendet weiterhin ermutigende Worte und Gebete für eine Verbesserung seines Gesundheitszustands. Für sie ist Schumacher nicht nur ein talentierter Sportler, sondern auch ein Freund und eine Inspiration im Leben. Obwohl er derzeit nicht mehr in der Rennsportbranche aktiv ist, lebt Schumachers Vermächtnis durch die Erfolge und den Einfluss, die er geschaffen hat, weiter. Die Fans hoffen, dass Schumacher in Zukunft wieder gesund wird und seine Geschichten und Erfahrungen im Rennsport weiterhin mit der nächsten Yeah, well, I mean, you know, we always look at marketing and sales and those types of things and advertising and branding. And if your brand, part of your brand is dependability, it sounds like you would want to equip yourself with all the tools in the world that you can that give you that right or that ability or, you know, just a client murmuring the words, Joe was so dependable. I mean, sometimes the buyer and the seller, for that matter, don't really know what made Joe so dependable. You know, some of it could have been work ethic, but I think a big part of that is tools that you use too. I think it's your tools and it's the partners that you work with. Yeah. Because if your partners are dependable and they can deliver, I mean, that gives you the confidence to go out and sell yourself and sell your brand. Yeah. Well, in your experience in marketing, obviously, you're as the director of marketing for the company, how do you feel like being able to market dependability, consistency, certainty? How do you feel like those things add to one's ability to build a brand? Well, I think it's the most important thing, because if you're not consistent and you can't perform, the word's going to get out, because they always remember their last deal with you, right? Right. You can be great for 10 years, but if you pooch that last deal, yep. I mean, that's what they remember. And, oh, you're horrible, you're awful, you've never done anything for me, and, you know, and off they go to somebody else. And it's, you know, that never happens, does it? But it's the certainty that the funds are going to be there, that you're going to close, that you're going to move into your house or your refi, your cash out, you're going to get your cash, it's going to be there. You don't have to wait a day. Now, on the agent side, if I'm a realtor and I'm listening to this, you know, I'm thinking, okay, well, this is cool. Does this cost me anything? Do I have to pay any fees to use this product? There's no fees to the realtor. There's no fees to the loan officer. Matter of fact, to the lenders, we reduce our fees when it goes through this platform, because it's a risk management tool also for us. Mm-hmm. Because we're not going through the Fed, it cuts down on lender wire fraud. Oh, okay. I see. Yeah. Awesome. Well, Greg, man, I appreciate you stopping by and giving me a ton of insight. Like I said, I was fascinated with this product when I heard about it. And, you know, I want to get you on here because it's like, man, this is such a great time to be taking stock in the ways that you're able to serve your clients and the tools you have access to and the abilities you have. We live in a very uncertain time. So when you can have certainty, when you can be dependable, when you can have those types of things, just really helps you increase your footprint in the marketplace. So I appreciate you stopping by. What's the best way for somebody, if they're interested in learning more about this and maybe seeing if